Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Wie versprochen werden wir jetzt den 150er Außenposten Red Tiger von den Wolves befrieden. Es ist Abend, wie ihr seht. Ich habe auch meine Ausrüstung etwas geändert, habe eine MP und hier einen Hut mit plus 4 Tarnung. Und ja. Für euch habe ich den Filter wieder reingemacht. Damit ihr mehr seht. Weil bei mir ist halt echt sehr dunkel. So, dann markieren wir hier mal alle Leute. Alle Leute. Versuchen nicht entdeckt zu werden mit der Drohne. So, wo haben wir noch jemand? Wir haben hier überall Leute. Hier ist unser Prioritätsziel, damit er keine Verstärkung rufen kann. Schade, dass die Wärmebildkamera mit der Drohne nicht funktioniert. Die Lowbobs außerhalb, die da drumrum ringsrum stehen, die lasse ich einfach mal sein. Sollen die da draußen rumstehen, wie sie wollen? So, wir haben hier noch ein Scharfschützennest. Also ein Turm. Den Scharfschützen hier oben. Wo ist der Scharfschütze hier oben? Da war doch immer ein Scharfschütze. Ihr fragt euch jetzt, warum ich sage immer. Ja, ich nehme das hier gerade schon zum dritten Mal auf. Weil immer irgendwas nicht gepasst hat. Und es ist jetzt mittlerweile 10 nach 6 in der Früh. Und ich muss mich tatsächlich ein bisschen beeilen, weil die Kinder, die stehen immer sehr früh auf. Haben wir sie jetzt alle? Nee, hier drin noch. Da ist einer. Oh Gott, er kommt. Steht er da? Klasse. Aber sonst ist niemand da. Ich sehe zumindest niemanden. So, dann. Ich bin einfach mal ganz dreist und gehe durch den Haupteingang rein. Nicht runterrutschen, bitte. Nein. Vielleicht sollte ich die Lowbobs hier doch markieren. Es waren nicht alle, da vorne stehen noch zwei. So. Da. Was ist das denn? Ist mal ohne Witz, was ist das? Ach, ein Buggy und ein Auto, okay. Warum wird der hier nicht markiert? Ja doch. Geht doch. So, gut, fertig gedroht. So, wie schalten wir die am besten aus? Das sind nur zwei, ne? Ich muss auf die Drohne aufpassen und den Scharfschützen. Beste wäre, wenn ich von hinten käme, dann könnte ich sie im Nahkampf ausschalten. Aber die hier sind gefährlich. Ich muss die wegmachen. Ich sehe hier nur ein Taschenlampenlicht. Es war nur ein geratener Schuss, weil ich echt nur die Taschenlampe gesehen habe. Aber den Loot, den nehme ich natürlich mit. Und eine Kokosnuss unterwegs. Warum auch nicht? So, was war das? Eine Pistole. Eine M9. So. Jetzt schön leise. Die sind besser ausgebildet als wir. Aktuell. Das heißt,
Wir müssen aufpassen. Richtig anschleichen so komplett geht nicht. Wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen Angst, weil es hier so hell ist. Oh nein, die Drohne! Oh Gott. Scheiße. Die Drohne. Diese arschgefte Drohne. Ich will schwimmen, bitte. Natürlich, das Wasser ist nur brusthoch. Brusttief. Das ist natürlich doof. Muss ich eben durchwarten. Das war jetzt gerade echt doof. Diese scheiß Drohne. Wie ich die hasse. Ich könnte natürlich... Soll ich die Drohne ab... Oh Gott. Ich glaube, ich muss die Drohne abknallen. So, das war die Drohne. Einer weiß Bescheid. Oh, kann die was Besonderes, diese Hose? Nö. Sie ist einfach nur besser. Der Gilitan-Anzug macht ja auch nichts. Okay. Es wurden natürlich Verstärkungen angefordert. Aber Hauptsache die Drohne ist weg. Das ist schon mal gut. Sehr gut sogar. Da liegt sie. Und spratzt noch ein bisschen vor sich hin. Na toll, ein Heli als Verstärkung. Dann tarnen wir uns noch mal hier ein bisschen im Matsch. Am Warten, bis sich alles ein bisschen beruhigt hat. Ein Schuss ging daneben bei der Drohne und ist irgendwo in der Nähe von den Feinden eingeschlagen und die haben das gemeldet. Zudem noch die Explosion von der Drohne. Explosionsalarm. Naja gut, aber wir sind nicht wirklich aufgeflogen. Guck, der Heli hat nichts gefunden. Der fliegt wieder weg, so wie es aussieht. Ja. Dann werden die sich hoffentlich auch bald beruhigen. Ja. Sehr gut. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ich kann mit dem Visier irgendwie nicht schießen. Nur so. Mit dem Zielbild. Ja, schwimmen. Gott sei Dank, endlich. Dass so eine gute Idee ist, hier hinzugehen. Jetzt sind wir wieder sauber. Cool. Immerhin etwas. Don't let them creep up on you. Oh, hier steht ja einer. Oh Gott. Hör auf mich zu entdecken, Mann. Ich will mich nur umdrehen. Ich will nicht rückwärts gehen. Scheiße. Nee, sag mal. Spiel. Was machst du? Bin ich gleich wegen einer Spielmechanik, die nicht richtig funktioniert, die Deckungsmechanik nämlich, entdeckt wird, dann spring ich aber im Dreieck. We won't let them jump on us again. Das sehen wir noch. Wenn der sich mal umdrehen würde, könnte ich dich ausschalten. Es kommen da hinten natürlich auch noch andere. Prima. They're gone. It's quiet now. Ich kann warten. Kann mich auch hinlegen. Ich könnte auch. Nee, hier kann ich nicht durchschießen. Schade. Blöd, dass man sich nicht einfach so in der Deckung umdrehen kann wie bei Wildlands. Kannst du mal weggehen, bitte? Ich muss den ausschalten.
damit ich den kriegen kann. Und umgekehrt. Also hinten laufen zwei. Ich glaube, die kommen gleich zu uns, oder? Nee. I'm clear over here for now. Yeah, my side's also clear. But they can still be out there. Ja, da wird gleich eine Leiche entdeckt. Yeah, I think I'm clear over here now. Ja, von ihm hier. Bling. We're good on this side. Negative contact now. Zu viele Leichen hier auf einem Fleck. Für meinen Geschmack. Hey, my sector's clear. Ja, ja, ja. Angeblich ist dein Sektor clear. Oh, die waren auch in Gefechtsbereitschaft. Okay. So. Und dann schnappe ich mir jetzt ihn. Schnell, 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 schnell. Tragen. Trag ihn doch. Oh Gott, da kommt einer. Ich bin zu langsam. Und da liegt noch eine Leiche. Da geht zum Glück in die andere Richtung. Ich leg den mal hier hinter. So. Hier ist die andere Leiche. Oder Leichen, besser gesagt. Oh shit, die beiden kommen wieder. So, die kommen nicht mehr. So, da hat sich einer schlafen gelegt hier in dem Zelt, glaube ich. Das ist gut. Als Medic kann man Körper übrigens schneller tragen. Kann man sich schneller bewegen mit einem Körper auf der Schulter. Aber noch geht's ja. So. Noch eine Leiche für den Leichenhaufen. Die beiden da hinten lasse ich mal liegen. Ich glaube, die sind weit genug entfernt. Hoffe ich zumindest. Die Leiche muss ich aber noch mitnehmen. Der liegt hier so offensichtlich rum. So. Der kommt auch hinten auf den Leichenstapel. Oh, da hinten laufen doch noch zwei andere rum. Ja, sie haben die Leichen entdeckt. Shit, der ist komplett in Deckung. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss weg. Bevor ich entdeckt werde. Oh Gott. Nee, leg dich hin. Okay. Alles gut. Es ist alles gut. Oh, sie haben die Leichen entdeckt. Ups. Nun. Fuck. Oh, der hätte sogar was Blaues fallen lassen, sehe ich gerade. Der eine. Ich könnte die drei wegpicken. Soll ich? Das wäre allerdings dann wieder schon fast wieder Sniper-mäßig. Was ich ja nicht machen will. Treffe ich vielleicht auch mal seinen Kopf? Der kommt zu mir, ne? Der rennt zu mir.
Der will zu mir. Glaube ich. So. Der ist hinüber. So, der Rest sollte sich hoffentlich bald beruhigen. Mehr will ich von dieser Flussseite oder von dieser Seeseite auch nicht machen. Ist ein See, ne? Ja. Mehr will ich von dieser Seite aus nicht erledigen. Denn das haben wir in der Sniper-Runde in der letzten Folge schon gemacht. Ach, die Nacht sieht man nochmal aus. Es leuchtet da so grün-blau im Wasser. Jetzt nicht mehr. Aber eben. Schauen wir doch mal, was das war. Oh Gott. Sniper! Oh, scheiße. Oh nein! Nein! Ach, scheiße. Toll. Ganz, ganz toll. Danke, Internet! Naja, ich habe jetzt auch leider keine Zeit, um das Ganze nochmal zu machen, nochmal aufzunehmen. Aber ich denke, ihr habt gesehen, dass es eigentlich ganz gut geklappt hat. Komisch, dass gerade jetzt bei dem Fuck-up, weil der Sniper mich entdeckt hat. Aber man hat noch gehört, ich habe seinen Kopf getroffen. Das Pling hat man noch gehört. Also, ich hoffe, dass es der Kopf war und nicht die Barrikade, hinter der er steht oder stand. Naja, auf jeden Fall. Naja, dann war das jetzt das letzte Video von Ghost Recon Breakpoint, der Closed Beta. Ja, dann bis zum Release und schaut fleißig weiter meine Videos. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Huch, was ist das denn? Da bin ich ja wieder. Ja, ein Tag nach der letzten Aufnahme habe ich jetzt Zeit, um nochmal ein bisschen aufzunehmen. Ich habe mich schon mal um die Drohne gekümmert, habe die Lowbobs hier auf der Seite ausgeschaltet und alle Gegner markiert. So, als vorbereitende Maßnahme. Aber ich glaube, ich gehe... Achso, und es ist jetzt Tag, weil ich verpeilt habe, die Zeit auf Nacht umzustellen. Egal, dann ist es jetzt halt Tag. Ein regnerischer. Ein Regentag auf Aurora. Unser kleiner Meldefreund steht diesmal ein bisschen weiter vorne. Der war hier. Jetzt ist er hier in diesem Gebäude. Der war ja vorher, war er ja immer da hinten. Irgendwo. Jetzt ist er hier vorne. Versuchen wir hier. Oh, allerdings wird man bei Tag natürlich um einiges schneller entdeckt. Habe ich die MP ausgerüstet? Ja. Pling. Ah ja, gehen wir investigaten. Geh du nur. Du gehst komplett falsch, mein Freund. Und schon hat er wieder vergessen, was er machen wollte. Da die Drohne nicht mehr unterwegs ist, können wir hier wahrscheinlich besser rein als durch den über den Haupteingang. Mist. Ich dachte, der geht da hoch. Natürlich dreht er sich genau jetzt um und geht weg.
Ja, hier haben wir unseren Rebellenfreund. Also ich sag mal Rebelle. Rebell, aber dass es kein Rebell ist, sollte ja klar sein. Warum guckst du denn jetzt in diese Richtung? Du hast eben in die andere geguckt. You have thought back in scale orientation, we'd end up here. Na toll. Aber wenn ich den dort rechtzeitig wegschaffe, ohne. Ich werde aber entdeckt von ihm, wenn ich dorthin gehe, oder? Oh Gott, da hinten steht ja einer. Den habe ich nicht gesehen. Ja, hier. Ich habe ihn nicht gesehen. Den da. Ah. Bitte geh ins Haus, bitte geh ins Haus. Also in das Ding hier. Bitte geh nicht da hinten hin. Das wäre mir sehr lieb. Was ist denn jetzt los hier? So, steht der andere noch da? Nee. Jetzt oder nie. Ich hätte ihn sollen nur schnappen. So, jetzt tragen. Trag ihn schneller. Oh, da hinten kommt einer. Glaube ich. Keine Ahnung. La 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 la. So, hier lege ich ihn ab. In Hoffnung, dass er hier nicht gesehen wird. Den anderen muss ich auch noch wegschaffen. Oh, jetzt kommt der andere. Fragt er sich jetzt nicht, wo sein Freund hier geblieben ist? Oh, oh, nein! Aber er hat dankenswerterweise nicht direkt geschossen. Das heißt, ich habe eventuell noch eine Chance, den wegzuschaffen. Schneller! Nein, nicht den Schalldämpfer! Oh, das ist so kacke. Da gibt es noch einen Bug, dass man den Schalldämpfer... Nein, 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 nein! Fuck. So viel zu Stealth. Wenn die wissen, ich bin da, das werden sie auch... Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, sie haben mich aber nicht wirklich gesehen. Aber das war ein Trugschluss. Aber diesmal ziehe ich es durch. Warum sind die denn da jetzt gespawnt? Ach scheiße, die Waffe hat keinen Schalldämpfer mehr. Weil der eben gerade abmontiert wurde. Jetzt habe ich natürlich gerade meine Position verraten. Ah. Nicht weiter schlimm, wir schaffen das. Verstärkung rufen können sie ja nicht mehr. Dann legen wir uns hier gemütlich hin. Vielleicht legen wir uns ein bisschen andersrum hin, so dass wir auch auf sie schießen können, falls sie uns zu nahe kämen. Nicht, dass ich hier viel sehen würde. Komm, seht ein, dass ihr mich nicht findet. Das hier ist ganz besonderer Schmutz, der ist grün. Ich setze hier langsam Moos an. Ich könnte sie jetzt ausschalten, so nach und nach.
Oder auch nicht. Aber ich warte, bis die Hitze ein bisschen vorüber ist. Die Hitze ist vorbei. Jetzt könnten wir sie eigentlich, während sie sich wieder zurückziehen. Nach und nach. So, wer deckt wen? Den deckt niemand. So. Drei weniger. Ist doch schon mal was. War der natürlich gerade hinter so einem blöden Holzdingens. Gut, das ist keine Entschuldigung dafür, dass ich so hart daneben geschossen habe. Aber es hätte können auch anders ausgehen. Gut, so, die haben sich wieder beruhigt. Weißt du was? Dann probiere ich das jetzt aus. Kann ich das Ding hier öffnen? Von hier aus? Die Tür jetzt offen? Nee. Also bei den Rebellenkäfigen war es ja immer so. Da hat man nur ein bisschen auf diese Verstrebung hier schießen. Und dann ging die Tür auf. Ist hier wohl nicht so. Muss ich hier genau aufs Schloss schießen oder? Tatsächlich. Das finde ich cool, tatsächlich. So. Der lässt jetzt gleich die Kacke dampfen. Pling. Ich ziehe mich mal zurück. So, und dann will ich mal gucken, was das für einer ist. Mit der Drohne. Wo ist er denn, der Grüne? Ist er schon tot? Well. Der andere, der vorher im Käfig drin war, war besser. Allerdings hat er auch nicht gegen die... nicht gegen die Wolves gekämpft. Oh, Schafi. Dieses blöde Gefahrenzone, Ausstattungsstufe, Schild da ist viel zu groß. Der streckt sein Kopf nicht unbedingt raus. Allerdings hat er mich verraten, der Böse. Also ziehen wir uns wieder zurück und greifen von der anderen Seite aus an. So, ich benutze jetzt ausnahmsweise mal nochmal meine Fähigkeit, die ich sonst irgendwie nie benutze, weil ich es immer vergesse. Wer ist denn da schon wieder gespawnt? Ich habe euch alle ausgeschaltet. Hier dürfte keiner mehr sein. Hä? Eine Drohne? Nee, oder? Ach so, das ist da. Ja. Hier, das Geschütz ist das. Ja, ganze Lager oder was? Schnappe ich mir doch gern den Kommandanten, der natürlich auf der anderen Seite vom Hügel rumgurkt. Bling. Schild! Warum kann ich hier nicht weiter krabbeln? Houston, I have a problem. Oh Gott! Ja! Toll! Warum kann das Ding mich hier treffen? Warum weiß das Ding noch, wo ich bin? Oh, Alter! Nun! Halten wir fest, es ist besser, gar nicht dort entdeckt zu werden. Jetzt mache ich es mal ganz hardcore. Ganz hardcore mache ich es jetzt. Zum letzten Mal. Letzter Versuch. Ich meine, als Sniper haben wir es schon geschafft.
Aber ich mache das jetzt einmal ganz hardcore. Und zwar so, dass ich die Gegner nicht alle markiere. Hä, was? Warum? Was denn jetzt? Was ist da jetzt los? Ich war noch gar nicht da. Betteln sich mit irgendjemandem. Wem betteln die sich? Hier hängt die blöde Drohne? Keine Ahnung. So, ich wollte keinen so mit Absicht markieren. Ich muss jetzt vor allem aufpassen. Da hinten laufen wieder welche rum. So, wo haben wir denn einen? Ich sehe halt keinen jetzt. Diese scheiß Drohne sehe ich. Aber ich habe gerade eine ganz abgefahrene Idee. Eine ziemlich bescheuerte Idee vielleicht, ja. Mag sein. Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Da ist er. War das der Melder? Kann sein. Habe ich Minen? Ja, ich habe Minen. So, eine Mine hier. Oh shit, das haben sie gehört. Dann legen wir hier ein paar Minen hin. Leg hin! Warum legt er denn manchmal diese scheiß Mine nicht? So, umschalten auf MP. Legen wir hier eine Mine hin. Leg jetzt. So, warum legt er die scheiß Mine nicht hin? Das ist eine Kiste, mit der ich nichts machen kann. Und dann legen wir uns einfach mal hier hin. Und warten ab. Was passiert? Tango down. Naja, mach du nur. Ich rüste hier währenddessen mal die. Nee. Wenn ich einfach MK3 habe, dann rüste ich ja nicht die aus. Nicht die MK1 aus. Die haben sich schon wieder beruhigt? Ernsthaft? Okay, jetzt wissen sie auf jeden Fall, wo ich bin. Das ist schlecht. Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie reingerannt kommen, um die Ecke, schießend um die Ecke gerannt kommen. Denke ich mir so. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich war es nicht. Die wissen echt nicht, wo ich bin. Ist das deren Ernst? Vielleicht dort, wo die beiden Leute gerade umgefallen sind? Nee? Ich höre da andauernd jemanden rennen. Warum hat der die Mine nicht ausgelöst? Kann das sein, dass die Mine... Ach du Scheiße. Dass die Mine unter den Wagen gebackt ist? Die war eigentlich mein Backup. Das ist schlecht. Dass die Mine weggebackt ist. Okay.
Vielleicht nutze ich dann jetzt doch mal die Sensorgranate. Hier ist niemand. Okay. Ich höre aber jemanden. Der Radius scheint nicht besonders groß zu sein. Jetzt haben sie sich beruhigt? Sie haben sich beruhigt. Okay. Okay, eben das war nicht der Melder. Der läuft nämlich noch da draußen rum. Oh ja, die Mine ist unter den Wagen gebackt. Die Drohne guckt noch da oben rum. Wo ist er? Da hinten. Da war sie. EMP-Granate for the win. Ja, was rüst man denn wieder auf? Noch aus, nochmal die Mine. Eine Gasgranate vielleicht. Hallo du. Pling! Die Gasgranate, die eine dahin. Sehe ich nichts mehr. Die wissen aber nicht. Da ist noch ein Melder? Achso, nee, das ist der Melder von eben noch. Natürlich. Shit. Der hat mich gut erwischt. Ist allerdings schlecht für mich. Oh, warum legt er sich denn jetzt so nach vorne? Mann, geh weg da. Da ist Gift. Gas, meine ich. Immer in diesem scheiß Radius drin, ne? Na! Um Gottes Willen. Na prima. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss hier raus. Ich komme aber nicht raus. Scheiße. Ich habe mich selbst erlegt. Toll. Toll. Gut. Ein würdiger Abschluss für diese. Für diese Videoreihe. Denke ich. Dann. Jo. Bis. Zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Weil es so schön war, machen wir das jetzt gerade nochmal. Einfach nur. So. Bis dann, meine lieben Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.